glaube, uns alle wurmt das Spiel, das verlorene Spiel, immer noch. Nichtsdestotrotz, es war natürlich ein neues Spiel. Wir wollen das unbedingt gewinnen, wissen, dass wir die Chance haben, uns direkt zu qualifizieren, und das ist das große Ziel. Ja, definitiv, weil wir die Qualität dazu haben, wenn man den Kader anschaut, was da alles für Potenzial darin steckt. Natürlich auch die Tradition der deutschen Nationalmannschaft, immer den Titel als Ambition zu haben. Da hat sich in der letzten Zeit nichts geändert, auch wenn es in der Vergangenheit Misserfolge gab. Das gehört, denke ich, auch immer zum Fußball dazu. Und ja, wir wollen jetzt neu angreifen, mit neuem Schwung. Und ja, der WM-Titel ist natürlich ein großes Ziel, aber ohne Ziele wird es auch schwierig, was zu erreichen. Also ich denke schon, dass die Stimmung in Nordmazedonien, in Skopje, dementsprechend ist. Wird wahrscheinlich die Fans werden sie anfeuern, und dementsprechend ist die Mannschaft auch höchst motiviert. Sie wittern natürlich jetzt auch ihre Chance einfach nochmal in einem Heimspiel gegen uns, natürlich auch mit dem Spiel in Deutschland, also mit dem Sieg in Deutschland, da nochmal im Rücken, einfach auch nochmal mit Selbstvertrauen. Das ist ganz normal.